Axel fährt weg bei uns jeden Freitag. Der Reisechef des Kurier jetzt bei mir. Schön, dass du da bist, Axel. Hallo. Hallo. Meine Welt am Sonntag. Wo führt uns das Ganze diesmal hin? Riesig bunt. Wir haben sicher nicht viel Zeit. Ich muss schnell sprechen. Bitte, ja. Wir haben so viele Sachen. Naja, wir haben wie immer diese Mischkulanz. Und jetzt ist natürlich... Jetzt schiebt es schon an, ne? In einer Woche ist Weihnachten. Jawohl. Wir wollen das schon hinter uns bringen. Nein, nicht. Habe ich jetzt gesagt, hinter uns bringen? Nein. Ich wollte ja eigentlich sagen, wir wollen das jetzt endlich haben, ja, dieses Fest. Ja. Diese schönen Tage so mit ist der Familie. Genau. Und dann kommen die Weihnachtsferien. Und die Weihnachtsferien sind ja was sehr Eingelerntes. Ne? Seit wir Kinder sind, ist das so... Eingelernt. Ist eingelernt, oder? Was machen wir da? Ich finde, die biologische Uhr geht... Zu Weihnachten hin. So nach unten. Richtung Urlaub. Man will einpacken schon, oder? Stimmt. Ja, genau. Ja, Skiurlaub. Zuerst will man auspacken, Geschenke, dann will man einpacken. Ja. Genau. Und da haben wir uns überlegt, wo und wie Schnee besonders schön zu interpretieren ist und haben wirklich eine super Geschichte. Im Lechtal. Übrigens, warst du schon mal im Lechtal? War ich schon mal, ja. Wirklich? Mhm. Dieses ganz verschlafene Tal. Aber nur kurz. Das so einen klingenden Namen hat, finde ich ja immer. Lech, denkt sich jeder. Schillernde große Fünf-Sterne-Häuser. Mhm. Aber das Lechtal ist ja so eine Art Wildnis. Ne? Und in diesem Lechtal gibt es einen Bergführer, der anbietet Skitouren mit seinen Huskies. Das heißt, da ziehen dich die Huskies ein bisschen. Das die ziehen dann keinen Schlitten oder so, sondern die helfen da beim Skitouren. Wenn das schnell wird, dann hast du dann Spaß. Das, ja, du, die sind lieb. Die wollen ja nur spielen. Genau. Was haben wir denn aus dem Ausland? Aus dem Ausland haben wir besonders für die, die den Winter, ich will nicht sagen verachten, aber sagen, der Winter ist halt kalt. Genau. Haben wir uns mal Lorca mal angeschaut, weil tatsächlich diese ganzen Sommerdestinationen im Winter immer schon interessant waren, aber durch den Klimawandel, muss man sagen, immer mehr in den Fokus rücken. Also wenn du, das gibt es in Italien, die obere Adria, das wird alles mittlerweile im Winter auch bespielt, teilweise griechische Inseln, aber eben auch Balearen, Mallorca. Und man muss schon sagen, Mallorca ist mittlerweile nicht einmal mehr ein Geheimtipp, weil ganz viele Radfahrer, Sportler das alles entdeckt haben, dass man dort halt in unserem Winter bei 15 bis 20 Grad eigentlich ganz angenehme Tage hat und es ist durchaus touristisch eine interessante Idee. Alles ist ein bisschen billiger, es ist nicht voll, das ist keine schlechte Idee. Außerdem haben wir Oslo, um es doch noch mal kälter zu machen. Wir haben eine ehemalige Kollegin von uns, die Lisa Arnold, die ist Wahlskandinavierin jetzt und hat einen Reiseführer geschrieben und wir haben gesagt, du bitte kannst du uns nicht deine persönliche Essenz zu Papier bringen. Und haben wir also wirklich Oslo aus einem ganz Inside-Blick heraus. Genau. Und ja, dann schauen wir noch nach Pilsen. Für die jetzt noch ein bisschen Weihnachtskitsch haben, jetzt läuft ja die Zeit schon ab. Also wer noch nicht am Weihnachtsmarkt war... Jetzt sollte man sich sputen. Jetzt muss man, genau. Und Pilsen ist gar keine schlechte Idee, weil da hast du einerseits einen traumhaften Weihnachtsmarkt. Also kannst dich voll diesem Kitsch ergeben. Aber auch Alternativen. Du kannst die sehr schöne große Synagoge dort besuchen und vor allem Bier natürlich. Bierbad. Super. Ist wirklich in der Geschichte ein 20-minütiges Bierbad. Kann ich das dann auch trinken, während die drin sitzen? Nein, es ist extra ein Hahn neben der Wanne, damit du das trinken kannst. Ich mag ja kein Bier. Fast hätte ich verabscheuen gesagt jetzt, aber mir schmeckt das gar nicht. Für mich ist die Vorstellung, in warmem Bier zu liegen, 20 Minuten, wirklich der Vorhof zur Hölle. Warmes Bier ist generell keine gute Vorstellung. Da ist alles vorbei. Ja. Das kann ich nicht. Weißt du noch dein Geschenk an mich von vor zwei Wochen, was das war? Nein, ich bringe dir so viele Geschenke, ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Wir schauen mal kurz rein, was da damals sich abgespielt hat. Bitte schön. Und das habe ich dir als Geschenk mitgebracht. Ein Weihnachtskeks in der Form des Landes Luxemburg und den dazugehörigen Keksausstecher. Das kriegt meine Mama, den Keksausstecher, weil die backt mir immer Kekse und schickt mir es dann im Dezember. Soll sie ein bisschen mehr machen und dann kriegt der Axel auch was davon. Und der Axel, der kriegt jetzt nämlich Kekse. Nein! Von der Mama. Bist du narrisch. Zwar nicht in Luxemburg-Form, aber sonst, in sonstiger Form. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen. Ein Wahnsinn. Das ist das erste Mal nach all den Jahren, dass ich einmal dass du was kriegst von mir. Und nicht einmal von mir, sondern von meiner Mama. Ja, also wirklich. Schöne Grüße an die Mama. Ich glaube, ich würde gerne die Gespräche künftig mit ihr führen. Du bist doch aus Salzburg, oder? Nein, aus Niederösterreich eigentlich. Ach so, aus Niederösterreich. Auch sehr schön. Ja. Muss man auch sagen. Kann jetzt... Essen wir gleich, oder? Bitte, wir essen jetzt. Aber ich habe auch ein Geschenk. Eine schöne Duftkerze. Ja, ich habe für dich, weil man ist ja jetzt auf diesen Weihnachtsmärkten und ich möchte jetzt kurz wirklich
totalen Aufruf dazu starten. Ich finde, man geht an diesen Kerzenständen immer vorbei. Mhm. Bienenwachs oder dann diese künstlerischen. Da laufe ich fast schon vorbei. Genau. Und ich finde das schade. Mhm. Die Kerze als Verlegenheitsgeschenk zu Weihnachten ist, finde ich, falsch. Kerzen sind was sehr Schönes. Es ist benutzbar. Man hat was davon. Es steht da. Man kann es aber auch verbrauchen. Das heißt, es bleibt nicht ewig. Mhm. Und ich finde, man sollte Menschen mehr Kerzen schenken. Ich bastel heuer Kerzen. Plädoyer an die Kerze. Ja, ein Plädoyer für die Kerze. Und ich habe mir gedacht, damit, was Kitschiges kann ich dir nicht bringen, du bist so ein stilhafter Mensch. Schon, gell? Ja, schon. Man sieht's. Aber trotzdem eine Kerze mit einem Holzdeckel und sie riecht wahnsinnig intensiv. Wowie. Wowie. Ja, das kann ich bestätigen. Das riecht intensiv. Ich wünsche dir und deinen Lieben ein wirklich vielen Dank, gut riechendes Weihnachtsfest.